und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier im Kanal Scorpion Plays, Leute. Und ich wundere, dass dieses Video vielleicht schon vor einiger Zeit aufgenommen wurde, denn es ist in der Blackout-Beta entstanden, Freunde. Und ich mache heute eine lustige Challenge, und zwar versuche ich eine Runde zu gewinnen, ohne einen Kill zu machen und ohne zu fighten. Ich glaube, das ist im Blackout so gut wie unmöglich, aber wir können ja mal schauen, wie weit wir sonst kommen, Leute. Im Übrigen, Leute, ich bin Teil der Hashtag I'm Specialist Kampagne und ganz oben ist nochmal das Intro-Video verlinkt und das Gewinnspiel, bei dem ihr teilnehmen könnt, um am 20.10. in Berlin mit mir gemeinsam zu spielen. Dort übernehme ich den Ajax Specialist. Wir machen ein Community-Turnier auf der PlayStation. BO4 kommt ja jetzt am 12.10. auch endlich raus. Ich würde sagen, wir gehen eine Runde Blackout rein, Leute, und versuchen jetzt einfach mal zu gewinnen, ohne eine Kugel abzufeuern. Let's go. Also Leute, von 88 Spielern Erster werden und das ohne eine Waffe zu verwenden, Leute. Erster würde ich sagen, gucken wir uns mal an, bei der Flugzone. Ich würde sagen, wir gehen schon relativ mit Map, aber nicht zu Firing Range, sondern hier vielleicht so hin. Und dort müssen wir natürlich versuchen, dann immer die Zone mitzumoven, aber ohne viel Aufmerksamkeit auf uns zu richten. Das wird dann eine ziemlich, ziemlich lustige Challenge, würde ich sagen. Oh Gott, ich glaube, das war gar nicht so schlau, weil es könnte sein, dass hier jemand hingeht. Okay, nee, es geht hier keiner hin. Okay, nice. Oder? Ist hier jemand? Oh Gott, da vorne ist jemand. Oh Gott, es fängt schon an. Jetzt fängt es schon an, Freunde. Okay. Also, wir warten gleich mal auf die erste Zone. Ich muss mich halt irgendwo verstecken. Ich gehe einfach mal dahin. Ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich jetzt hier einen Ort finde, an dem ich nicht direkt abgeknallt werde. Es wird aber, wie gesagt, echt nicht leicht, weil es einfach zu viele Variablen gibt, die uns dazwischen kommen können. Und ich glaube, dass es ein Sieg so gut wie unmöglich ist am Ende. Du musst halt irgendwie schaffen, den Gegner zu flashen, zu keine Ahnung was. Irgendwas müssen wir uns eine Strategie überlegen, den Gegner zu lähmen, ohne auf ihn zu schießen und ihn dann durch die Zone irgendwie verrecken zu lassen. Das ist wahrscheinlich so die einzige Möglichkeit, die mir jetzt spontan einfallen würde. Nicht wundern, dass das Video auch als Werbevideo gekennzeichnet ist. Das liegt einfach daran, dass das Ganze mit der I'm Specialist Kampagne zusammenhängt. Ich hätte es wahrscheinlich sowieso gemacht, aber ja, Leute, ihr kennt das ja. Das ist einfach alles rechtlich. So, Paranoia ist sehr wichtig. Oh Gott, das ist schon mal sehr gut. Ich würde sagen, das benutzen wir jetzt aber noch nicht. Eine Weste ist auch super. Was haben wir hier? Engineer. Ja, Munition brauche ich eigentlich überhaupt gar nicht aufzusammeln, weil ich eh nicht schieße. Aber vielleicht sieht es ja wenigstens ein bisschen abschreckend aus für die Gegner. Okay, in der ersten Zone sind wir schon mal drin, aber leider ziemlich am Rand. Und wir sollten uns definitiv immer Richtung Mitte der Zone bewegen. Weil am Rand ist meistens die meiste Action und ich habe Paranoia aktiviert. Okay, wir laufen jetzt hier rum und dann in die Mitte der Zone nach hier. Okay, wir müssen nämlich erstmal schön an Array vorbeilaufen. Da ist nämlich die Gefahr viel, viel zu hoch, dass dort ein Gegner sich befindet. Und deswegen machen wir jetzt hier mal ganz, ganz billig die Methode und laufen hier rum, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr denkt, dass es möglich ist. Ob ihr denkt, man kann es schaffen. Ein Auto könnte man nehmen, aber das ist, glaube ich, zu laut und das ist für den Zweck. Wir brauchen das gar nicht. Wir können ja mal ganz schnell hier vorbeischauen, ob wir hier eben looten können. Ist hier irgendwas Interessantes drin? Ne, hier ist gar nichts drin. Sowohl links hier als auch hier rechts ist mir zu gefährlich, ey. Jetzt könnte es vor allem schon sein, dass die Gegner sich jetzt auf den Weg machen. Unten ist doch safe auch ein Gegner, Alter. Scheiße. Wir haben halt Paranoia. Wir haben also kurz die Chance. Gott, habe ich da Schritte gehört? Oh oh. Fallschaden, machen wir erstmal wieder weg. Das North Highway Diner. Ich hoffe, dass es einfach gerade nicht so belebt ist. Ich hoffe, dass hier gerade alles gut aussieht und alles clean, schön leer ist, Freunde. Okay, sieht, ja, Perks sind immer gut, Perks sind gut. Flashbangs und so, oh ja, eine Kiste. Outlander, Consumer. Mit Outlander können wir später sogar richtig krass arbeiten. Und zwar, ja, das, ich glaube, Outlander ist übelst key, Leute. Und zwar, wenn wir am Ende Zonenschaden bekommen, bekommt der Gegner auch Zonenschaden. Aber wir bekommen etwas weniger. Oh Gott, hier ist ein Auto. Fährt er gerade vorbei? Er ist auch weitergefahren. Ja, da hinten ist er. Okay, gut. Wenn wir auf die Zone sweaten, könnte halt Outlander sehr wichtig werden. Darf jetzt wirklich kein... Oh, hier sind überall schon Schüsse links und rechts. Ach du heilige Scheiße. Ich muss mich irgendwo hier verschanzen. So in diesem Bereich hier. Da. Da so. Aber das ist ein verdammt weiter Weg, wenn hier überall Schüsse sind. Medic. Ja, Medic ist schön und gut, aber wir brauchen auch wirklich mehr Medics. Totenstille Wachsamkeit könnten wir auch gebrauchen. Okay, jetzt sind die wirklich sehr nah gerade. Und zwar da vorne. Vielleicht können wir das nutzen, um schnell hier hinten an der Küste abzuhauen. Da geht's rüber zu Nuketown. Oh Gott, da sind überall Schüsse, Leute. Oh Gott. Wir könnten uns natürlich in Nuketown am Bunker oder so verschanzen. Also die Hälfte haben wir schon mal geschafft jetzt. Oh, da vorne kämpfen die, ne? Ach du Scheiße. Ich muss weiter an den Strand. Ich muss weiter an den Strand. Da hinten sind die gerade richtig am Kämpfen. Das Ding ist, hier würde ich sagen, könnte man sich verstecken. Problem ist, von drüben, die würden mich sehen. Ach du Scheiße, aber ich muss hier irgendwo bleiben kurz. Ich lege mich jetzt hier ins Gras. So. Oh, das ist zu offensichtlich.
Man, wo sieht man mich wohl am wenigsten? Okay, wir warten mal kurz die nächste Zone ab und dementsprechend moven wir dann. Oh, da hinten sind so schöne Höhlen und so. Da hinten wäre es wahrscheinlich safer. Und es sind auch 100 pro noch Leute in Nuketown. Die neue Zone, wir sind perfekt in der Mitte. Okay, okay, wir sind perfekt in der Mitte. Oh, hier wird safe jemand drin rumchillen, Digga. A few moments later. Nein, halt! Squad destroyed by hostile action. Totenstille gehabt, oder? So, zeig mal die Killcam her. Er hat mich steppen hören. Ich habe mir schon gedacht, dass ich zu offensiv war. Das Ding ist, mir wird dann halt zu schnell langweilig. Wisst ihr, was ich meine? Egal, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es nochmal. Okay, neue Flugbahn, neues Glück. Ich würde sagen, wir könnten, ich würde sagen, wir gehen mal, ach, das ist halt so nah am Flug. Da war ich eben schon. Komm, wir gehen mal hier hin. Wir gehen jetzt einfach mal dahin, ey. Da dürfte eigentlich ein bisschen Loot sein. Wir brauchen halt so ein bisschen Loot, dass wir halt abhauen können. Wir brauchen Flashbangs. Das ist ganz wichtig. Flashbang, gute Rüstung und die Perks hatten wir halt eben schon. Ärgerlich, schmergerlich. Okay. Aber wir können halt nirgendwo hin, wo viel los ist, weil da überleben wir nicht. Ist quasi so, wir brauchen guten Loot, aber wir dürfen dafür nicht kämpfen. Hm. Okay, der Flug war ziemlich, ziemlich gut. Ich würde schon fast sagen, der Flug war perfekt. Ja, die Waffe brauche ich halt nicht. Ja, super. Mhm, toll. Ja. Für Waffen wäre jetzt hier alles drin gewesen, aber wir brauchen ja keine Waffen, sondern wir brauchen Perk. Ich dachte eben, da kommt einer. Ich habe so einen Herzenperk. Okay, wir gehen hier schnell. Hier sind drei Etagen, das ist gut. Okay, das ist, oh, das ist schon mal sehr gut. Und zwar das hier, sehr schön. Oh, eine Smoke. Eine Smoke ist auch sehr, sehr gut. Okay, die Zone ist ganz, ganz schwierig. Okay, okay, wir haben einen Rucksack. Wir haben noch mehr zum Healen. Wir gehen Richtung Zone und laufen an der Tanke hier vorbei. Kommen dadurch sogar ein Fahrzeug. Mann, nee, ich gehe erst da oben noch hin. Ich glaube nicht, dass da jemand ist. Wer sollte so weit außerhalb sein? Okay, alles ungelootet. Super, okay, super, super. Mobility ist auch gut. Mobility benutzen wir jetzt schon mal. Damit wir jetzt einfach... Warte, was kann man das auch kombinieren? Müsste man dann nicht absolut schnell sprinten? Oh, da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Oh mein Gott, nein. Wir ziehen durch, wir ziehen durch. Wie schnell ich jetzt so bin, Leute. Mobility und Skulker als Kombination. Hinter mir ist wirklich einer, ich komme nicht klar. Und der wird mir gleich auch hinterherlaufen. Oh, hier sind viele Perks. Okay, Dead Silence, das machen wir sofort an. Er wird hier gleich vorbeilaufen. Ein Trauma-Kit. Big, big, big. Und Paranoia. Okay, Leute, das ist super. Trauma-Kit usen wir. Okay, er ist das Auto genommen, er ist durchgezogen. Oh mein Gott. Okay. Renn, Marcel. Theoretisch könnte ich noch einmal vollen Zonenschaden nehmen. Halt's mal mit deinem Helikopter da oben. Deswegen, wenn mich hier einer sieht, ist Endstation, ne? Einer ist rechts von mir. Das Auto kommt auch. Die fighten da. Ja, jetzt fighten die direkt vor meiner Fresse. Ja, wir schwimmen rüber. Wir müssen rüber schwimmen. Okay, Panzerung Level 2. Das ist gerade richtig, richtig wichtig. Puh. Direkt neben mir Schüsse. Ich weiß, ihr könnt... Das ist, glaube ich, dingend. Schnell hier rein und zumachen. Okay, okay, okay. Es sieht nicht so schlecht aus. Okay, wir müssen dann gleich weiter. Wir müssen durch diese ganzen kleinen Häuser. Da wird auf jeden Fall noch Action sein. Ich muss auf jeden Fall als letztes laufen. Aber diesmal fehlen mir aber die Perks. Mir fehlen einfach die Perks dieses Mal. Okay, komm, wir gucken, ob wir noch irgendwelche, irgendwo Loot oder so finden. Da vorne, in diesen großen Häusern vielleicht. Da hinten ist einer, da hinten ist einer, da hinten ist einer. Wir benutzen jetzt das hier und schleichen schneller. Es leben immer noch 21. Hier neben mir ist ein Kampf. Er ist im Wasser da vorne. Da hinten ist er da gerade rüber geschwommen. Seht ihr den? Da ist noch einer im Wasser, genau vor mir. Da hinten ist einer, Mann. Ich glaub's nicht. Der loopt da hinten gerade. Boah, Dreier-Hits. Oh mein Gott. Das hätte ich nicht gedacht, dass es Dreier-Hits gibt. Ach du Heilige. Na gut, komm schon. Und es war wichtig, dass wir es so gemacht haben, ganz ehrlich. Da hinten ist einer, oh mein Gott. Bitte dreh dich nicht zu mir. Dreh dich nicht zu mir. Dreh dich nicht zu mir. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich muss kriechen, sonst hören die mich. Top 12, Top 12. Volles Risiko jetzt. Unsere Sonny, wir haben gerade Essen bestellt, jetzt muss sie die Tür aufmachen. Weil ich gerade so konzentriert bin. Ein Gegner. Oh Gott, da ist ein Gegner. Ich hoffe, hinter mir ist keiner mehr. Wie er direkt neben mir ist, Alter. Ich muss jetzt so lange hier liegen, bis der Typ durchzieht, der links von mir ist. Ist immer noch da drin, ist immer noch da drin. Der hat einen Kampf, der hat einen Kampf, der hat einen Kampf. Einer ist tot von denen. Der ist da hinten, der lootet ihn jetzt. Der lootet ihn jetzt. Seht ihr das? Er liegt da hinten. Wir müssen hier irgendwo hin.
Er ist da hinten. Nein, du läufst jetzt nicht hier außen rum. Doch, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er steht da. Welcher Mensch würde dort gucken? Ja, du brauchst nicht zu looten, da ist nichts zu holen. Oh, okay, Leute. Es hat leider nicht geklappt heute. Es hat aber zweimal jetzt ultra lange gedauert. Defensiver kann man sich doch gar nicht verhalten. Ich rede sogar jetzt leiser, Mann. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Mega, mega ärgerlich, aber sechster Platz hat geklappt. Haut rein, lasst ein Like da. Macht bei einem Specialist mit. Bis dahin und ciao, ciao.